Tierfreundinnen und Tierfreunde. Gute Nachrichten gibt es in unserer heutigen Folge leider nicht zu vermelden. Für das schöne verschüchterte Katerchen, das in der Schwabhäuser Straße in Gutha gefunden wurde, hat sich kein Besitzer gemeldet. Auch die beiden vor einer Woche vorgestellten Meerschweinchen hatten noch kein Glück. Zwei Bewerber wollten sie zwar mit zu ihren Kaninchen in den Stall geben, das aber würde weder den Kaninchen noch den Meerschweinchen gefallen. Dafür sind sie viel zu verschieden, weiß Tierheimleiterin Katrin Mattes. Heute stellen wir den kleinen Monty vor, der laut Abgabepersonen zwischen Wandersleben und Wechmar an einem Weidezaun angebunden war. Den Namen Monty bekam er in der Arche Noah, wo er immer noch sehr ängstlich und vorsichtig jedem neuen Menschen misstraut. Lässt man sich auf ihn ein, bricht das Eis ziemlich schnell und er sucht menschliche Wärme und Vertrauen. Monty wird auf ungefähr 10 Monate geschätzt, ist also noch ein Hundekind. Kein Wunder, dass der kleine Rüde unter großen Ängsten leidet, wenn sein Menschenrudel ihn einfach an einer Straße allein gelassen hat. Rudeltiere bekommen instinktiv Todesangst, wenn das Rudel sie verstößt. Für kleine Wölfe wäre das Aussetzen der Tod und diese Angst lebt noch in den Genen von jedem Hund. Vielleicht wird Monty von Freunden oder Nachbarn der Besitzer erkannt und das Tierheim erfährt dadurch, wo der Hund bisher gelebt hat. Einen Chip hat er nicht. Abgegeben wurde er mit einem blauen Halsband und einer blauen Leine. Monty ist sehr schön gezeichnet und sieht dadurch lustig aus. Man kann nur hoffen, dass er bald Menschenfreunde bekommt, wo sein Leben so schön und lustig ist, wie er aussieht. Auf jeden Fall soll Monty in einer Wohnung leben und immer mit zur Familie gehören. Nun stellen wir noch eine Fundkatze vor, die sich in Goldbach neue Menschen ausgesucht hat und nachdem sie gefüttert wurde, nicht wieder wegging. Das gibt es immer wieder, besonders in der Paarungszeit, dass Kater und Kätzchen zu weit von zu Hause weggehen und sich dann Futterquellen suchen. Wenn die Katzen nicht krank und verhungert aussehen, wäre es besser, sie erst einmal nicht zu füttern, rät Tierleiterin Katrin Mattes. So finden sie schneller wieder nach Hause und es wird ihnen der Quarantänekäfig erspart. Geht das Kätzchen nicht wieder weg und hat kein Zuhause, sollte es natürlich ins Tierheim gebracht werden. Das Katzenmädchen wird auf ungefähr 2,5 Jahre geschätzt